mal an, was ist überhaupt Smart Home? Ne? Also die Begriffe werden jetzt von der Werbung gerne irgendwie für sich hergenommen und verwässert. Im Prinzip ist Smart Home, nennt sich intelligentes Haus, übersetzt, und beschäftigt sich mit verschiedenen Techniken. Das erste ist einmal Haustechnik. Was ist Haustechnik? Hier sieht man das gut auf der Uni. Das sind zum Beispiel Beamer, Leuchten, Heizung. Darunter fällt aber auch Wasser, Energieversorgung, Gas oder auch eben Beschattungssysteme. Das findet man natürlich auch daheim auch, in einem privaten Haus. Dann gibt es Smart Metering, was immer wieder ein großes Thema ist, über das es die neuen EU-Regelungen gibt, dass eben Smart Metering flächendeckend eingesetzt werden muss. Bei Smart Metering denken die meisten einfach immer nur an Stromzähler. Ja. Es kommen die intelligenten Stromzähler. Es kommen aber auch intelligente Wasserzähler, Gaszähler, also jegliche Bezugsquellen von Ressourcen, die man von außen hat, sollen eben digital erfasst werden und auch digital weiterverarbeitet werden und auch digital übertragen werden. Da ist dann wieder die Problematik, will ich das überhaupt, dass man von außen meine Daten sieht? Das betrifft aber das Smart Home auch, also die Haustechnik. Das nächste sind Elektrohaushaltsgeräte. Da wird immer das Beispiel strapaziert vom Kühlschrank. Nur glaube ich, in Wirklichkeit interessiert den Kühlschrank niemand. Ja, also es ist nichts drin, wie man aufmacht. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass der automatisch nachbestellt, wie in der Werbung beschrieben. Ja. Für mich ist eher wichtiger, brennt es in der Wohnung oder habe ich wo ein Fenster offen. Das sind für mich die Dinge, die mich persönlich mehr interessieren, als ob jetzt im Kühlschrank eine Milch drin ist oder nicht. Ja. Dann sind natürlich auch Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, alle möglichen Haushaltsgeräte gemeint, die vernetzt sind. Das finde ich schon interessanter, dass man eben gewisse Dinge starten kann, dann zu gewissen Zeiten auch über die Ferne. Ich könnte die Waschmaschine vollstopfen und sagen, na, ich möchte es aber erst sonntags waschen und wenn ich zu Hause komme, kann es dann irgendwie aufhängen, wenn es fertig ist und es liegt nicht 2 Tage in der Waschmaschine herum oder so Sachen. Ne? Was ist noch interessant? Für manche Leute, also wir haben Leute, die haben damit Kaffeemaschinen Aufheizphasen realisiert. Da gibt es teure große Kaffeemaschinen, habe ich mal klären lassen. Die brauchen eine halbe Stunde, bis das Wasser die richtige Temperatur hat. Und erst dann funktioniert die Kaffeemaschine richtig für den Kaffeegenießer. Das sind so Kaffeefreaks, die das betreiben. Und dann kommt der große Bereich auf Multimedia-Geräte. Es ist ja auch recht nett, wenn man von einem Raum in den nächsten geht und die Beschallung geht mit oder eben das Fernsehprogramm läuft mit. Das versteht man unter Smart Home im Prinzip eigentlich, kann man sagen, jegliche steuerbare Geräte und Bedienelemente, die man zu Hause findet. Was gibt es für Smart Home Systeme unter Linux? Das ist teilweise schon eine ältere Auflistung, ich werde noch ein paar mehr nennen. Also in Amerika ist sehr weit verbreitetes X10 System. Das ist in Europa nicht verbreitet, eher sehr wenig, in Amerika schon. Ist auch dort entstanden, das ist ein uraltes System, was auch immer gerne benutzt wird, wo auch natürlich schon, das ist schon so alt, dass schon alles frei ist wieder, früher war das glaube ich patentiert. Wie funktioniert das X10-System? Ist relativ einfach, man hat eine Sinuswelle, die geht einmal die Spannung in die Höhe und die Spannung ist negativ und in die Höhe und an dem Schnittpunkt, wo keine Spannung auf der Leitung ist, da wird geschwind gesprochen. Ja, das ist X10, da wird geschwind der Bit übertragen. Da sieht man schon, dass man da relativ wenig Bits drüber bringt, aber zum Schalten ist es schon ausreichend. Das ist auch sehr billig zum Realisieren. Dann findet man jetzt OpenHRD, was ist das? Das ist eine freie Smart Home Software, in Java geschrieben, eine Java-basierte Lösung, die grafisch recht hübsch ist und sehr interessante Anbindungen hat. Dann gibt es natürlich, hier habe ich noch FHEM, das ist in Perl geschriebene, schon sehr lange vorhandene Open-Source-Lösung für Smart-Home-Server. Und es gibt noch viele andere mehr, wie Argo-Control, das ist eine recht neue Lösung in Python geschrieben, in C++ und Python, die recht hübsch ist, die ich auch empfehlen kann. Und dann gibt es noch WebKNX, LinkKNX, WebKNX, das ist ein in Frankreich entwickeltes Software-System, auch auf offener Software-Basis. Das verwendet eigentlich grundlegend den KNX-Bus, was proprietär ist, kann aber durch beliebige Erweiterung des Logos jedes andere Bussystem sprechen. Ja, und da gibt es noch viele, viele andere mehr. Und heute geht es um das Smart Zara-System, was ein Gesamtsystem darstellt, von der Server-Software bis zum Knoten.
Und am Schluss wollte ich eine Praxis vorführen, das können wir so noch machen, aber leider geht der Laptop nicht, das kann ich auf die Kommandozeile noch nicht zeigen. Aber ich habe aber Geräte mit, die können sich das anschauen und in die Hand nehmen. Was ist jetzt die Smart Sarah Plattform? Also wie gesagt, das beschreibt eigentlich ein Gesamtsystem auf freier Hardware- und freier Softwarebasis. Es soll, was haben wir uns so überlegt? Es soll einfach zum Bediener sein. Das sagen alle, ja, was ist einfach? Ja. Momentan ist es so, dass wir Freaks ansprechen, so wie die Linux-Freaks hier. Ja. Es kann natürlich der Normalbenutzer auch schon bedienen. Aber bei manchen freien Smart Home Server-Systemen muss man halt über die Kommandozeile arbeiten und bei manchen geht es recht komfortabel. Ja. Das hängt also davon ab, ob es einfach zum Einstellen ist, zum Parametrieren, welchen Smart Home Server man nimmt. Dann die Schlüsselrollen spielen normale Kommunikationsgeräte, die sich jeder heute benutzt. Also jeder hat ein Handy, Tablets, nehme ich einmal an, jeder kann chatten, ist im Facebook und weiß ich wo. Und diese Technologien werden auch vermischt. Ne. Man kann bei OpenHB mit seinen Smart Homes im Chatten, wenn es einem Spaß macht. Das antwortet auch und reagiert darauf. Gibt es eine Chat-Anbindung. Man soll natürlich auch Tablets, Smart TV und Web-Technologien verbinden. Das werden eh die meisten schon machen. Viele kennen ja den Raspberry. Da kann man sich ja verschiedene Softwaren drauf installieren für Multimedia, XBMC zum Beispiel. Und das lässt sich dann eben alles verbinden. Dann soll es natürlich energieeffizient sein. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt meine Steckdose intelligent mache und meinen Lichtschalter und meine Nierenröhre und weiß ich was alles, dann muss ich natürlich aufpassen, dass meine Elektronik, die ich hier einbaue, nicht wieder zu viel Strom braucht. Also wenn ich sage, ich habe in einem Haus, man geht davon aus, dass man in einem Haus 200 Knoten hat ungefähr, und wenn die 200 Knoten 1 Watt verbrauchen pro Knoten, dann sind das schon 200 Watt. Also 200 Watt kostet mich im Jahr doch schon ungefähr wahrscheinlich jetzt 200 Euro. Das ist nicht unbedingt vernachlässigbar. Also wir versuchen auch Komponenten zu entwickeln, die eben dann nur 0,1 Watt benötigen im Betrieb, um die Steckdose zu steuern oder das Licht. Ja. Viele kommerzielle Lösungen verbrauchen momentan ungefähr 2 Watt. Das nächste ist IP-Kommunikation der Sensoren, das Gesamtsystem. Ja. Wie kommt man darauf, warum ist IP-Kommunikation so wichtig? Wenn wir unsere Tour überlegen, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube es war jetzt eh ein Jubiläum, wie das Web erfunden worden ist, in der Schweiz, von einem englischen Studenten damals, da war es so, da hat man einmal die Rechner verbunden, das heißt militärisch, und dann wurde es veröffentlicht und war dann das IP-Netz. Das heißt, die Computer konnten dann miteinander reden und durch den WWW-Browser konnte man Inhalte teilen und selber welche veröffentlichen. Dann kamen die Telefone. Wer sich retour erinnert, also noch eine ältere Generation, das früher waren da Tasten. Ja. Ich meine, manche schmunzeln, aber meine Kinder kennen das gar nicht mehr mit Tasten. Das heißt, da war ein Display, da konnte man gerade eine Telefonnummer anzeigen, musste tippen und dann konnte man vielleicht telefonieren. Früher war das so große Koffer, mittlerweile ist ja da ein ganzer PC drin. Nur die haben kein öffentliches Protokoll gesprochen, sondern die haben ein ganz eigenes Protokoll gesprochen. In den Kabeln der Telefongesellschaften hat man ISDN gesprochen, was schon relativ modern war. Früher war das analog. Und selbst dieses ISDN war nicht kompatibel. Deutschland hat ein anderes gehabt wie Österreich. Wir sind Österreicher und die Deutschen sind die Deutschen. Also haben wir zwei verschiedene ISDN gemacht. Dann kam man die Displays und man wollte plötzlich surfen. Jetzt haben die Telefongesellschaften ein Problem gehabt, wie kriege ich Daten drüber? Jetzt haben sie da gemurkst und haben einen Datenkanal implementiert und einen Sprachkanal. Das heißt, die Sprache war althergebracht, der Datenkanal wurde schon versucht zu routen. Ja, das war ganz langsam früher und teuer. Mittlerweile, wie ist es heute, sowohl Festnetz als auch alle Telefonprovider, egal ob Funk oder Festnetz, fahren nur noch IP. Ja. Also in Österreich gibt es nur noch zwei Rechenzentren, eines in Graz, eines in Wien, die fahren SIP. Also jeder kennt wahrscheinlich von Ihnen SIP-Technologie, das ist ein Session-Management für die Kommunikation und darüber spricht man dann mit Echtzeitprotokollen Sprache. Das heißt, wenn wir da reden, reden wir heute schon über IP, auch bei diesen Telefonen und auch beim Festnetz. Jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt ist es euch schon integriert. Was kann man noch ins Internet integrieren? Die Telefone sind drin, die Tablets sind drin, die PCs sind drin, das Festnetz ist drin. Jetzt kommen die nächsten Dinge. Ja, wäre ich eine nette Steckdose. Ja. Oder meine Heizungssteuerung. Mit IP meine ich aber wirkliche IP-Integration und nicht irgendwie Tunneln oder irgendwie geht es doch mit irgendeinem Gateway, der irgendein Protokoll umsetzt, das keiner kennt, nur der Hersteller. Sondern wir sprechen jetzt von richtiger IP-Punkt-zu-Punkt-
Integration von kleinsten Funkknoten bis zum PC. Das Ganze passiert bei Smazara unter offener Hardware und offener Software. Was bedeutet das in offenen Softwareprotokollen? Das bedeutet, ihr könnt die Sachen nachbauen, umbauen, selber welche entwickeln und es werden nur Protokolle verwendet von der IETF. Das ist die Engineering Task Force. Wie fällt das genau? Engineering? Ja, lest das nach in Wikipedia, das ist es. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben einfach alle Protokolle entwickelt, die man so kennt, beim Surfen und im Internet. Da kann auch jeder mitmachen, ist eine Organisation und jeder kann dort auch, wenn eine Community findet, eigene Protokolle entwickeln und die schauen eben darauf, dass sie nicht patentbelastet sind und dass nicht das Rad doppelt erfunden wird. So ist auch IP dann entstanden und DHCP und die ganzen HTTPS und alles, was man so kennt, gibt es dann RFCs drüber. In den RFCs kann man das dann nachlesen, die sind technisch geschrieben und zu den RFCs, die sind so geschrieben, dass man dazu Software entwickeln kann. Und zu jedem RFC muss es mindestens zwei Referenzimplementierungen Software geben. Das sind so die kurzen Randbedingungen von der IETF. Hier seht ihr jetzt ein Beispiel. Die Visualisierung ist sehr wichtig im Betrieb. Das heißt, ich möchte auch ein bisschen was sehen. Da gibt es eben die Möglichkeit der Visualisierung in Zeilen und Spalten, wie man es kennt, mit Räumen. Und bei dem System, was wir da auch einsetzen, das ist Lean WebKNX, bietet die Möglichkeit einer grafischen Oberfläche im Browser, kann man sich das Bild dann im Browser anschauen, auch vom Handy, hat ein Backend, ein Frontend, das heißt im Backend kann ich meine Sensorenaktoren verteilen, mit der Maus. Über ein XML-File muss ich ihm eintragen, welche Sensoren ich überhaupt habe und übers Frontend kann man es dann eben anklicken. Das ist schon ein relativ älteres System, funktioniert aber relativ gut. Wie bekommt man jetzt eine hübsche Grafik dahinter, ja? Wenn man jetzt Grafiken hinterlegen will? In dem Lean WebKNX kann man sich eben Grafiken hinterlegen, wo man dann seine Icons drüber legt, von den Schaltern und so weiter. Dazu eignet sich sehr gut Sweet Home 3D. Das ist eine Java-Applikation, die sprachenunabhängig ist, also betriebssystemunabhängig ist, mit dem man relativ leicht seine Pläne seiner Wohnung hinterlegen kann und dann mit der Maus kann man Wände ziehen, Türen und Möbel hineinziehen. Also wenn man sich ein bisschen spielt, ist man da in 2 Stunden eigentlich fertig und hat seinen Wohnplan. Dann haben wir auch kleine Apps geschrieben, wo man dann also Dinge einschalten kann. Das ist aber heute nicht mehr notwendig, weil alle Smart Home Server wirklich frei und haben ja schon alle eine Integration der Tablets und der Handys, wo man eigene Interfaces bekommt, die auf das Gerät abgestimmt sind. Interessant an der Sache ist heutzutage, dass man das Ganze eben auch plattformunabhängig entwickeln kann. Dazu kann ich euch empfehlen, einmal sich PhoneGap anzuschauen. Mit PhoneGap kann man, das ist in PhoneGap geschrieben zum Beispiel, das heißt mit reinen Web-Technologien, HTTP-Server, CSS und HTML-Skripten, also in HTML-Text-Files, kann man sich eine Intelligenz programmieren und hat eine Webseite, das kennen ja die meisten Leute von euch. Wie kann ich das aufs Handy bringen? Als Applikation, die haben nichts anderes gemacht wie eine Mini-Applikation, die einen Server und einen Client drinnen hat und spielt eine Webseite in einem Handy ab, sowohl den Server als auch den Client. Und so ist diese Applikation entstanden. Schaut man aus, so wäre mobile wie eine echte Android-Anwendung, obwohl es keine ist. Und der Vorteil ist, man kann die gleichen Webseiten auch am Server geben und kann sie auch ansurfen oder als App abspeichern. Das System ist eben PhoneGap. Und kann man auch mit beliebigen SDKs kombinieren. Und dann gibt es noch eine Cloud dazu. Und über diese Cloud kann ich dann meine Applikation für ganz verschiedene Handy-Betriebssysteme automatisch generieren lassen. Der Cloud-Server ist nicht frei, der wird von Adobe betrieben. Das PhoneGap ist Open Source. Aber für Open Source Projekte kriegt man bei Adobe einen kostenlosen Zugang in der Cloud und kann sich gleich mit GitHub verbinden und eine Software entwickeln. Oder man kann auch Kiwi-Systeme nehmen, das ist glaube ich selten für Handys. Oder auch native Apps natürlich. Wie kann man Daten verwalten? Hier sieht man eine kleine Oberfläche. Das ist hier für viele Funkknoten gedacht, die Messwerte einsammeln. Die heißt LILAS.
die ist auch auf GitHub, die wird von einem Bekannten von mir geschrieben, das ist eher für den industriellen Einsatz, wenn man zum Beispiel so kleine Waben hat, ich habe da welche mit zum Anschauen auch noch, die verteilt man im Wald oder in Räumen oder wo man halt Umweltbedingungen messen möchte, die können jahrelang mitlocken und dann kann man sie über so ein System dann verwalten. Jetzt kommen wir zu weiteren Ideen von Smart Sara. Wenn ich jetzt Handys habe und Tablets, tue ich mir natürlich schwer, da irgendwelche Logiken zu programmieren. Ja, also das Tippen ist recht mühsam, die Texte, Files zu bearbeiten, ist mühsam. Dazu gab es einmal den App-Inventor von Google, der ist dann zum MIT wieder zurückgewandert, aber mittlerweile gibt es was Neues, das heißt Blockly, das sind Blog-Editoren, die nur mehr auf HTML und JavaScript geben. Und mit Hilfe dieser HTML Blog-Editoren kann man jetzt natürlich relativ leicht auf den Handys Logiken zusammenziehen. Es gibt, glaube ich, eh von einem Grazer Team eine Software, die auf Blockly beruht, wo man Games designen kann. Was bloß ihr von euch kennt. Ich glaube, der hat eh einen Vortrag gehalten voriges Jahr hier. Das ist recht interessant. Und diese Systeme lassen sich dann natürlich auch in den Smart Home Server integrieren. Es gibt auch ein russisches Projekt, der, glaube ich, momentan in der Slowakei wohnt. Mario Control, oder so heißt das, glaube ich. Ich glaube, es steht in unseren Wikisystemen drin. Der hat schon Blockly integriert in einen Smart Home Server und da kann man sich grafisch Logiken zusammenziehen, wenn das, dann macht das. Also mit dem Finger oder mit der Maus. Das übersetzt er dann in PHP-Code und dieser PHP-Code steuert dann das Smart Home System. Wie funktioniert jetzt der innere Aufbau? Also die Idee ist dahinter mit dem Blockly seine Logiken zu definieren. Dann werden die verschiedenen Logiken verschiedenen Knoten zugeordnet, um eine teilweise dezentrale Steuerung zu realisieren. Und dann wird das Ganze in Python übersetzt, das ist XML-File, das kann auch Blockly noch machen. Und dann in eine C-artige Sprache und dann in eine virtuelle Maschine ausgeführt. Ja. Wobei ich davon rede, sind die Funkmodule. Die virtuelle Maschine laufen hier in diesem Funkmodul. Die virtuelle Maschine ist geschrieben worden von Clifford Wolf, den werden vielleicht einige auch kennen von euch. Das ist ein Programmiergenie meiner Meinung nach. Der hat es geschafft, eine echt flotte virtuelle Maschine in 3 Kilobyte unterzubringen. Die auf diesen Atmel-Prozessoren, die hier drinnen sind, in den Modulen funktionieren. Nämlich genügend schneller funktionieren. Und da haben sie kleine Spiele schon realisiert und das ist dann eigentlich, die virtuelle Maschine hat eigentlich entwickelt für Abstimmungssysteme, für so Konferenzen. Das lässt sich aber auch wunderbar in solchen Smart Home Systemen einsetzen. Dann übersetze ich diese C-artige Sprache in den VM. Virtuelle Maschinenprogramm und kann es dann über Funk herunterspielen. Das bedeutet, es ist nichts anderes, das System ist auch nicht neu. Das kennt ja jeder schon von euch, das ist eben Android. Ja. Oder bei iOS ist es ja genauso. Was ist das? Ich habe hier ein Betriebssystem, Android, ich habe hier ein Betriebssystem ContiguOS verwenden die hier. Ja. Das ist ein freies Betriebssystem für Mikrocontroller. Dann habe ich eben ein Betriebssystem, das läuft. Dann habe ich Funkverbindung, die habe ich hier und die habe ich hier. Und dann kann ich kleine Apps hier runterladen oder große Apps und hier kann ich kleine Apps runterladen. Ja, das ist nichts anderes wie ein virtuelles Maschinenprogramm, was hier in der virtuellen Maschine läuft und auf die Hardware zugreifen kann. Das ist auf die IO-Pins und so weiter. Hier kann das Programm in SimulaLab auch auf die Hardware zugreifen. Im Prinzip ist es nichts anderes wie ein App-System für kleine Funkknoten. Wo ist der Unterschied? Mein Handy lade alle 2 Tage auf oder wenn ich ein Vielnutzer bin, jeden Tag. Dieses System sollte jahrelang funktionieren in einer Batterie. Ja, da sieht man die große Herausforderung, wie machen unsere Systeme, dass man eben auch wenig Strom braucht. Die zweite Herausforderung, da habe ich ein Display, da kann ich alles einstellen, da habe ich nichts. Ja. Da habe ich nur eine LED oben und einen Taster momentan. Ja. Das heißt, es ist auch eine größere Herausforderung, Systeme bedienerfreundlich zu machen. Jetzt haben wir gesagt, okay, da läuft der Betriebssystem drin, aber wie funkt das Ganze jetzt? Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn man 2 solche Module nimmt, kann man eines an den PC anstecken und eines mit Batterie versorgen. Dann habe ich zumindest schon mal 2 Funkknoten.
Wie reden die jetzt miteinander? Viele Hersteller nehmen nur das Proprietäres. In dem Fall wird 802.15.4 verwendet. Das ist so ähnlich wie WLAN, nur halt stromsparend und bandbreitensparend. Auf verschiedenen Frequenzbereichen definiert. Wie ich einige Frequenzen nicht aufgeschrieben habe, es ist noch viel mehr Frequenzen definiert, wobei man in Europa nur relativ wenig nehmen kann. Ja, 2,4 ist erlaubt und 8,68, wobei man bei 8,68 nur eine einzige Frequenz zur Verfügung hat. Bei 2,4 haben wir, glaube ich, 16 Kanäle zur Verfügung. Dann ist dann die Frage, stört sich das mit WLAN? Das stört sich nicht mit WLAN, ihr könnt sich vorstellen, der Raum ist das WLAN-Band von links nach rechts. Da ist unten, da ist oben. Dann darf man in Europa das WLAN nur bis hierher nutzen. Ja, die Frequenzen sind auch noch frei, aber die müssen wir freihalten. Warum werden die freigehalten? Sowohl für Bluetooth als auch für 802.15.4 müssen die Frequenzen freigehalten werden, weil die immer näher zusammenrücken in den WLAN-Bereich und immer breitbandiger senden, man dann nichts mehr drüber bringt. Ja. Die Haustechnik soll aber funktionieren und die Knoten also senden im oberen Bereich. Wie ist in Australien, das ist umgekehrt, da darf ich oben bis daher senden, meine Stimme noch am Kopf, wie man weiß. Ne? Der Komponent ist auf der anderen Seite der Erde und das ist unten frei. Also es ist dafür gesorgt, dass es funktioniert. Was macht 802.15.4? Das macht das Lay 1 und 2. Was ist Lay 1? Vom OSI-Modell kennt man vielleicht schon gehört, so verschiedene Layer, die halt verschiedene Funktionen haben. Lay 1 heißt, ich habe ein Problem, ich möchte ein Bit übertragen. Wie mache ich das? Da gibt es bei Ethernet und Kabel Lay 1 oder bei Funk. Da wird einmal definiert im Lay 1, wie mache ich das physikalisch. Beim Kabel lege ich eine Spannung an und sage, okay, wenn das und das passiert, ist das einmal einfach ausgesprochen eine 1 und eine 0. Und bei Funk genauso, wenn ich das mit den Funkwellen mache, dann habe ich eine 1 und eine 0, ja, das ist Lay 1. Lay 2 beschäftigt sich damit, naja, wie kriege ich jetzt ein Backel rüber? Bei WLAN kennt das ja jeder, das ist ein IP-Paket in einen Rahmen verpackt. Bei 802.15.4 ist es genauso ähnlich, das ist auch ein Rahmen. Also Lay 2 hat schon eine MAC-Nummerierung, wenn man möchte. So wie bei IP so ähnlich. 802.15.4 stellt Ihnen schon zur Verfügung auch einen Netzwerknamen, der heißt aber nicht SSID, sondern PAN-ID in diesem Fall. Hat eine Nummer von 0 bis 65.000. Und da kann man jetzt schon einmal verschiedene Netze unterscheiden. Und dann definiert es noch eine MAC-Nummerierung. Da kann man eben 16-Bit nehmen oder IEU-64-Adressen. Was ist das? Man kennt die kürzeren Adressen von den Netzwerkkarten im PC, da steht eine MAC-Nummer oben. Und wenn man sich diese Module anschaut und jemand gute Augen hat, da ist so eine kleine Zeile oben mit verschiedenen Hexziffern. Das ist dann schon die Nummer, der hintere Teil einer IPv6-Adresse sein wird. Und dieser Rahmen ist leer 2802.15.4 und dann haben wir da drin noch ein Payload, das heißt, man kann Daten übertragen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Weil wenn ich keinen Funk nehmen will, man kann auch Industrial Powerline Communication nehmen für 6LoTan, da gibt es so Kits von Texas Instruments. Das ist aber nicht zu verwechseln jetzt mit dem WLAN, mit dem Ethernet für zu Hause, für die Steckdose, sondern das beruht dort auf niedrigen Frequenzen, niedrigen Datenraten, da komme ich auch von dem Gebäude ins übernächste Gebäude. Das ist Industrial Powerline Communication. Und ich verwende dort auch 6LoTan, damit man eben gezielt mit IP hinwegkommen kann. Das ist eben interessant für Smart Metering. Kommt in Europa nicht so richtig in Schwung, weil da Regulierungsbehörden sind relativ streng in den Unterfrequenzbändern. Sonst überall auf der Welt ist es schon im Einsatz. In der EU hofft man auch, dass die Regelungen geändert werden, dass es auch geht. Ja, okay, jetzt können wir schon einmal was machen. Ja? Jetzt haben wir mal einen Rahmen, wo wir Bytes übertragen. Jetzt wollen wir ja IP reden. Jetzt kommt das nächste. Irgendwie wollen wir IP reden. 802.15.4 ist nichts anderes, wie du kannst 127 Bytes senden, was ist mir egal. Ja? Das macht jetzt wenig Sinn. Da setzen viele Hersteller schon auf und schreiben irgendein proprietäres Protokoll. Was hat die EDF gemacht? Es gab eine Arbeitsgruppe von den ZigBee-Leuten. ZigBee funktioniert nicht so wirklich. Das hat Riesenprobleme. Verwendet 802.15.4, das hat technische Details und für mich interessiert, hat mit den Bandkoordinatoren und den Routern zu tun. Das ist dort nicht so richtig gut durchdacht. Und außerdem kann man es in 5 Minuten mit jedem Wireshark knacken. Ja. Also es ist ein altes System und sehr unzuverlässig. Die haben ein Konsortium gegründet, das 6LoTan-Konsortium bei der ITF, und gesagt, wir brauchen was Neues auf 802.15.4 und es muss kompatibel werden. Dann entstand ZigBee 2.0. Das ist nichts anderes wie 6LoTan. Was ist jetzt 6LoTan? 6LoTan ist nichts anderes. Wie komme ich von 802.15.4 auf IP? Nämlich Layer 3.
Ja, Layer 3 ist im OSI-Modell schon die IP-Kommunikation, wo ich eine IP-Adresse habe. Dann haben sie sich da beschränkt, ich rede nicht irgendeine IP, ich will nur noch IPv6. Warum das? IPv6 ist recht gut strukturiert, da kann man durch kleine Codemengen recht gut beschreiben. IPv4 hat so viele Ausnahmen, da wird der Code ewig groß. Und dann brauchen wir ein Routing, das nehmen wir für Routing für die Funknoten. Es wurde da das RTL-Roll-Protokoll erfunden. Was ist das? Ein Mesh-Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Funknoten habe, finden sich die selber. Und wenn ich jetzt mit dem Hintersten reden will und er ist zu weit weg, dann will er mich nicht hören. Ja. Aber einer in der Mitte, ich kenne den und höre den, das heißt, ich kann mit sagen, ich möchte mit ihm reden, der transportiert es mir weiter, der da in der Mitte sitzt. Das nennt man Hopping Nodes. Das heißt, ich kann dann Mesh-Netze aufbauen, wo ich über andere reden kann, die das weiter transportieren. Das ist RTL-Roll, also ich finde mal meine Routen. Was brauche ich danach noch? IPv6. Das heißt, ich habe Routen, ich habe eine IPv6-Kommunikation. Dann haben wir gesagt, okay, TCP nehmen wir nicht, das ist zu kompliziert, das ist in ein Dreiweg-Handshake, das dauert zu lang, wir nehmen UDP zum Reden. Das können wir mal reden mit einem PC zum Beispiel, der Knoten kann jetzt direkt mit einem PC reden und kann sagen, ich möchte mit der IP-Adresse, mit dem PC da draußen, mit dem Port 057711 reden. Ja. Dann haben wir eine Punkt-zu-Punkt-IP-Verbindung, kann Daten drüber schicken. Jetzt habe ich wieder ein Problem, welche Daten schicke ich jetzt drüber? Da hat ZigBee gesagt, okay, machen wir wieder unser proprietäres Protokoll ZigBee und jeder muss der Allianz wieder beitreten und das ist unser Geschäftsmodell. Was haben wir gesagt? Na, es gibt von der ETF ein freies Protokoll, das heißt Core. Das macht das Gleiche. Für Haustechnik ist es erfunden worden. Das löst verschiedene Probleme. Ja. Welche Probleme beim UDP? Ich kann nach hinten schreiben, hallo. Bei UDP werde ich nie erfahren, ob es ankommen ist oder nicht. Ja. UDP ist ein Einwegverbindung. Das heißt, ich habe einen Request gesendet, aber nur keinen Response kriegt. Das kann ich sagen, bei Coop, ich möchte mit Acknowledge arbeiten. Das heißt, der andere sagt mir zu, ich habe dich verstanden. Ja, jetzt haben wir schon einen Acknowledge. Was ist, wenn er mich nicht versteht? Da muss ich einen Mechanismus einbauen, Retransmission. Das ist im Coop-Protokoll auch schon drin, die Retransmissions. Da wird in den verschiedenen Abständen versucht, die Kommunikation zu ermöglichen. Hier sieht man jetzt so ein Netzwerk. Hier wird Coop gesprochen. Ihr seht so noch wichtige Eigenschaften von Coop. Das heißt, hier braucht man dann Übersetzer. Und hier sieht man schon, da oben steht Proxy und Router. Ja? Da gibt es keine Gateways. Was ist der Nachteil von einem Gateway? Der Gateway muss alle Inhalte verstehen und übersetzen. Das muss ein Router, der muss eigentlich nur die Wege kennen und egal was oben steht, er gibt einen Zettel weiter. Ja. Und wenn ich was irgendein Protokoll ändern, muss ich es beim Router nicht ändern, den Gateway müsste ich umprogrammieren. Deswegen sind Gateway-Systeme bei IP-Technologien nicht erwünscht. Weil sie meistens eh nicht funktionieren. Hier sieht man jetzt, das kann der PC direkt über einen Router, der ist hier nicht eingezeichnet, mit den Knoten reden. Und beim Coop gibt es auch die Möglichkeit, transparent Proxys zu machen. Die übersetzen dann Coop direkt auf HTTP, stateless. Warum ist das möglich? Das sieht man hier. Das ist eine RESTful-Implementierung, Coop. Die kann put, post, get, delete, die normalen HTTP-Requests auch. Und verwendet auch alle Definitionen von HTTP. Das heißt, es ist eigentlich ein eingeschränktes System für UDP-Systeme und das ist Protokoll, das eben frei heißt Coop und gibt es auch Referenzimplementierungen für gezielte Kontrollen gibt's. Dann ist es natürlich noch interessant. Jetzt kann ich kommunizieren mit einem Coop-Protokoll. Wenn ich den Knoten nicht kenne, dann kann Coop eine interessante Eigenschaft, die heißt Wellnum Coop, das heißt auf Deutsch, was kannst du? Wenn ich zum Beispiel frage Wellnum Coop, dann würde er sagen, na, ich kann viel, ich kann Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, bin dort daheim, kann Licht aufdrehen, Wäsche waschen, weiß nicht, ja. Also jetzt ein bisschen skurril klingt das, aber zum Beispiel für den Funknoten wäre das schon möglich. Das heißt, er kann sagen, ja, ich kann JSON reden, ich kann HTML reden, ich kann da Bilder senden. Ich habe Bildquellen, ich habe einen Relaisausgang und einen Temperaturfühler, das würde hin retour kommen. Was kommt noch bei Wellen und Chorhören retour? In welchen Maßeinheiten messe ich das? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, marginell Informationen von Knoten zu bekommen und zu verarbeiten. Dann wollen wir natürlich auch verschlüsseln. Und es ist, IPv6 ist ja untrennbar auch mit Verschlüsselung entwickelt worden, nämlich IPv6 Security nennt sich das.
Man hat die Möglichkeit, bei Coop und ContigoS Verschlüsselungen einzubinden. Da gibt es zwei Methoden. Man fährt IPv6 Security, wenn man will, mit IKEV2 oder Pre-Shared Keys. Das ist so genauso wie auf den PCs. Oder man kann TLS fahren, aber nicht das normale TLS, ist TCP, sondern DTLS, das ist TLS für UDP. Es gibt auch eine Tiny DTLS-Lib, die kann man dann in den Coop-Client hinein kompilieren, bei ContigoS, und hat dann eben, schreibt man in der Kommandozeile Coop-S statt Coop. Hier sieht man ein Schema, da steht Coop-Doppelpunkt. Was bedeutet das? Da gibt es ein interessantes Plugin für Mozilla Browser, das heißt Cooper, wie das Kupfer. Und dann kann der Browser statt HTTP auch Coop reden. Und mit Hilfe dieses Tools kann man schon mit den Funknoten kommunizieren. Ich kann es jetzt leider nicht so vorführen, weil der Laptop da nicht drauf ist. Aber im Prinzip ist es so, dass man, wenn man es selber experimentieren will, da gibt es eine kleine Starterkit, wenn Sie interessiert. Da habe ich nicht vielleicht das nicht haben wollen. Da sind zwei Funknoten drin, mit denen man loslegen kann. Was ist da im Prinzip drin? Ein USB-Serial-Kabel, vorprogrammiert mit einer RPL-Border-Router-Software von ContigoS. Das steckt sich am Linux an. Und dann gibt es eine Kommandozeilen-Demo, der heißt FunkSlip6. Das ist jetzt nichts anderes. Der mountet mir dieses Funkmodul als Netzwerkkarte, als IPv6-Funk-Netzwerkkarte, erscheint im Linux als TU0-Interface. Dann kann ich dieses Funkmodul an die Batterie anstecken. Und dann leuchtet es. Ja, da sind Arduino-Bootloader drin, man kann sie mit Arduino auch programmieren, wie man will, oder mit ContigoS. Was passiert da jetzt? Da drinnen ist ein Webbrowser, den kann ich ansurfen, mit der Routing-Tabelle anschauen. Das heißt, der Knoten über RPL-Roll registriert sich. Und ich sehe schon im Browser seine IP-Adresse. Wenn ich 345 anstecke, sehe ich die alle in den Knoten in diesem Webserver da drinnen. Dann starte ich im Browser, so Coop-Doppelpunkt. Kopiere die IP-Adresse des Knotens rüber und drücke Enter. Dann erscheint mir links ein Baum der Funktionen, die er kann. Und oben in der Kommandozeile kann ich die URIs eintippen. Was sind URIs? So wie beim Surfen, Schrägstrich, heute, morgen, gestern. Ja, kann ich da Schrägstrich Temperatur, Schrägstrich Feuchtigkeit oder irgendwas eintippen. Das heißt, über diese URIs slash kann ich die Sensoren und Aktoren in dem Knoten auswählen, die ich ansprechen möchte. Also das passiert alles über Webinterfaces. Das finde ich recht viel Service. Und dann kann man damit schon reden. Dann, was gibt es da für Sachen? Damit ich das besser vorstellen kann. Aber was ich noch ausgedruckt habe, jetzt durchgemäß interessiert, kann sich an eine nehmen oder beschreibt das Grundsystem ein bisschen. Ich habe so ein Schild gebaut und eine Distribution für Raspberry. Da kann man das gesamte System auf die SD-Karte einfach draufspielen und loslegen, wenn man möchte. Und da drin ist wieder ein Merkur-Board, nennen wir das, Funkmodul, das wir entwickelt haben. In allen Komponenten sind diese Merkur-Boards drin. Ja. Das ist auch frei, das Design, das könnt ihr euch selber auch produzieren, wenn ihr die Möglichkeiten habt, oder über uns beziehen, wenn es interessiert. Es gibt eben auch eine Distribution für Raspberry. So kleine Zwischenstecker-Schaltdosen. Das Gehäuse ist von einer anderen Steckdose hergenommen. Da drin ist nichts anderes wieder wie ein Funkmodul mit zwei Optotriacs und einem getakteten Netzteil, wo man eben die Spannung schalten kann. Der Unterschied ist, dass es eben jetzt IPv6 tauglich ist. Da steht auch da die IP-Adresse drauf. Das kann man sich auch selber nachbauen, wenn man möchte, oder eben in kleinen Mengen von uns beziehen, und dann gibt es noch diese Klimatsensoren, die sind abgesetzte Sensoren. Da messen wir zu Hause die Temperatur von so Urzeitkrebsen, die da so eine gewisse Temperatur brauchen für die Kinder. Dann gibt es die Webseite osdomotics.com, da gibt es einen Blog, da kann man es nachlesen. Dann haben wir noch gebaut solche kleinen Router-Kasteln. Das ist für Leute, entweder für industrielle Zwecke oder für Personen, die da nicht zur Hand anlegen wollen. Das ist jetzt fixfertig ein echter Router. Ihr könnt sich das vorstellen wie ein WLAN-Router. Man setzt es nicht auf WLAN um, sondern
auf die Funkfrequenz 802.15.4, die Funkmodule. Was ist da drin? Da ist ein Mini-Linux-System, wieder mit so einem Funkmodul. Dann ist noch der Bird installiert, das ist ein Routendämon, der automatische Routen weiterleiten kann. Warum ist das notwendig? Wenn ich meinen PC aufdrehe, sucht er sich einen Router mit dem Retro, mit keinem anderen, und wenn der nicht alle Verbindungen kennt, komme ich nicht überall hin. Ja. Deswegen tauschen die Router mit allen anderen Routern ihre Routen aus, damit ich auch, wenn ich in jedem Stockwerk jetzt eines habe, zum Beispiel hier auf der FH, dann möchte ich ja überall hinkommen. Also sagt einer dem nächsten Router, du, ich habe auch ein Netz. Und der sagt, ich habe auch ein Netz, und so erfahren alle die Netze und jeder kommt überall hin. Dann machen wir verschiedene Experimente, da kann nicht jeder mitmachen. Das ist diese Funkmesswaage, da kann es durchgehen zum anderen für diese Umweltdaten. Das kommt mit dieser kleinen Batterie da hinten lange aus. Dann hier ist ein Lichtaktor, nennen wir das, ist noch die ältere Variante. Wie machen wir einen Lichtschalter intelligent? Was sind das für Batterien? So Knopfzellen oder? Hier ist eine CRS-Batterie drauf. Und in den Klimatsensoren ist eine Triple-A-Zelle drin. Und je nachdem, wie man ContiQOS parametriert, kommt man mit dieser 123-CR123-Zelle entweder 2 Monate durch. Ja, wenn ich bin niemand da, ich bin sofort anfangbar, ich schlafe nie. Bis zu 3 Jahre, wo man schon so konfiguriert, jede Stunde verbindet sich 10 Minuten mit dem Server. Also das kann man beliebig kombinieren. Hier ist eine dauernde Online-Kommunikation dann nicht notwendig. Bei den Klimatsensoren, wenn ich es parametriere mit den Duty Cycles, ist ein ContiQOS schon drin, das heißt, er wacht 8 Mal in der Sekunde auf, pro Sekunde, arbeitet beim Netzwerk mit. Da kann ich so parametrieren, dass ich ungefähr 6 Monate durchkomme. Und wenn ich sage, nein, ich bin ein Endknoten, der beim Routing nicht mitmacht, ich bin nur ein Benutzer des Routings, also über mich darf keiner hoppen, dann komme ich ein Jahr ungefähr durch. Aber wenn ihr die Software optimiert, das lässt sich beliebig in die Spitze treiben. Dann haben wir noch so kleine Sticks gemacht. Das ist ein kleines Funkmodul mit einem FDTI auf einem einzigen Print. Dann haben wir so kleine Lichterketten, haben jetzt aber schon modernere. Das ist so ein Versuchsaufprogramm, wo man solche LED-Strips steuern kann. Und das findet ihr auch auf der Projektseite, da gibt es so Bewegungsmöglichkeiten.